Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch mal den ganzen Garten und wir starten jetzt mal im Gewächshaus, weil manche von euch haben schon gewünscht, dass wir mal ein Update zu den Schildkröten geben und das machen wir heute. Und außerdem guckt euch mal an, wie riesig mittlerweile schon unsere Tomaten geworden sind. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst gucken wir jetzt mal bei den Schildkröten hin. Hier sind sie schon. In der Ecke. Und guckt euch mal an, wie groß sie mittlerweile schon geworden sind. So, kommen sie wieder runter. Also meine Hand ist nicht gerade klein. Und guckt mal an. Also die sind wirklich diesen Sommer richtig doll gewachsen. Aber fehlt da nicht nur eine? Hier ist die, der sogar. Das ist der Holger. Und hier ist die Nora. Und dann hatten wir eigentlich noch eine Schildkröte, eine kleine. Aber da wissen wir nicht mehr genau, wo es ist. Eigentlich sehen wir sie alle paar Tage mal draußen rumlaufen. Aber guckt mal an, da ist so viel Gestrüpp mittlerweile schon gewachsen. Die erkennt man gar nicht mehr. Vor allem, das ist ja nur ja, so eine kleine Schildkröte vielleicht. Und vielleicht fragen sich auch manche, warum haben wir hier überhaupt Tontröge zu liegen? Hier, na oder hier ist kein Ton, sondern irgendein anderes Gestein. Das ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja hier mal anfassen. Das ist richtig schön warm. Vor allem, wenn die Sonne scheint, ist das wirklich richtig warm und speichert ja vor allem auch die Wärme in der Nacht. Und da gehen halt die Schildkröten gerne unter. So, die Art ist auch die griechische Landschildkröte. Und das Alter, das weiß ich jetzt nicht gerade aus dem Kopf, aber ich weiß nicht, 5 Jahre oder 4 Jahre. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen jetzt mal weiter mit unseren Tomaten. Dazu kann ich wesentlich ein bisschen mehr erzählen. Hier sind nämlich schon so viele Tomaten mittlerweile reif, ihr seht ja schon. Und ich muss auch sagen, die schmecken auch. Können wir mal probieren. Ich muss auch sagen, so Tomaten aus dem eigenen Gewächshaus, die schmecken auch einfach ganz anders, wie wenn man die irgendwie im Supermarkt kauft. Vor allem, man hat ja auch hier eine viel größere Auswahl. Hier war einmal die Black Cherry, die, ihr seht schon, wie viele Tomaten hier dran hängen. Also das ist ja auch schon wieder bombastisch. Und wie hoch die da oben noch wächst. Und ihr seht ja, die blüht da oben immer noch. Und hier hängen auch immer noch Früchte dran. Also wir haben hier mindestens noch einen Monat Tomaten, wenn das überhaupt reicht. Also je nachdem natürlich, wie warm oder kalt es wird. So, und jetzt seht ihr auch, die Schildkröten sind schon voll in Action. Und für die, die immer sagen, irgendwie Schildkröten sind irgendwie langsam oder so, da muss ich definitiv Nein sagen. Also uns auf jeden Fall nicht. Wir hätten die ja auch schon mal draußen zu laufen auf dem Rasen. Und ich sag euch, die gehen ab, die Schildkröten. Also wenn die einmal im Gange sind, dann rennen sie, aber sonst sind sie eigentlich relativ entspannt. Und ich muss auch sagen, unser Basilikum hier neben unseren Tomaten, das wächst auch richtig schön. Nur ihr seht schon, das ist hier extra so eine kleinblättrige Sorte. Also einen Unterschied macht das nicht. Es riecht und es schmeckt vor allen Dingen genauso. Nur es sind halt viel mehr kleinere Blätter wie große Blätter da. So, und jetzt als letztes, das haben wir erst neu dazu gepflanzt, hier neben unser Ingwer. Da muss ich sagen, ich hätte nie damit gerechnet, dass er so gut wächst. Also einen halben Meter dürfte der schon noch sein. Und dann hier neben haben wir quasi den kleinen Bruder davon, den Kurkuma. Eigentlich wären die ungefähr gleich hoch, aber ihr seht ja, naja, ich habe das auch ein bisschen später reingepflanzt. Aber naja, auf jeden Fall haben wir hier auch ein bisschen was rumgestellt wegen Schildkröten, weil ich nicht genau wusste, ob die das anfressen oder nicht. Und hier den Ingwer, den habe ich auch selber gezogen aus einer Knolle aus dem Supermarkt. Und ihr seht ja, wie schön er wächst. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Und jetzt würde ich sagen, wir holen mal ein bisschen was für die Schildkröten zum Fressen, weil ihr seht ja, so viel wächst hier gar nicht. So, und wir brauchen gar nicht so weit gehen. Direkt hier neben dem Gewächshaus wächst hier überall Löwenzahn. Hier auf dem Rasen sollte er eigentlich nicht wachsen. Aber hier im Schildkrötengehege, im Auslauf, da wächst eigentlich auch lauter Kraut. Aber irgendwie wollen die nicht rausgehen, ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall sehen wir die ganz selten draußen. Vielleicht ist es denen einfach draußen zu kalt oder so. Naja, deswegen holen wir jetzt mal was. So, hier wächst das schon. Feinstes Löwenzahnblatt. Das lieben die. Also ich weiß nicht warum gerade Löwenzahn. Naja, und Klee. Und Breitblatt. So, und hier seht ihr mal, was ich meine, wenn ich sage, man sieht die Schildkröte ganz schlecht. Also, die ist ja extra schon getarnt mit dem Panzer. Und dann sollen wir die hier irgendwie finden im Gestrüpp. Also, So, ich würde jetzt sagen, das reicht jetzt erstmal hier mit dem Gewächshaus. Und wir gucken jetzt mal weiter zum Beet. So, ich würde sagen, wir fangen direkt hier vorne einmal an beim Beet.
weil ihr seht euch mal an. Ja, ich weiß ja nicht, wann ihr zuletzt hier das Beet gesehen habt, aber auf jeden Fall mussten wir hier endlich mal Kahlschlag machen, also wortwörtlich. Ihr seht ja, ja, ich weiß nicht, wie hoch das Kraut mittlerweile schon war. Brusthöhe, na auf jeden Fall, das war schon wieder viel zu hoch und da wuchs auch schon wieder nur Unkraut, nicht mal Phacelia, irgendwas Blühendes. Naja, deswegen mussten wir es jetzt hier einmal runternehmen und ja, da seht ihr, was übrig geblieben ist. Ein Riesenhaufen. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier mal unsere Kirsche, die wir hier mal hingepflanzt haben. Ich weiß gar nicht. Stimmt, den hatten wir doch hier im Blühstreifen gefunden vor 2 Jahren oder so. Dann hatte ich den ein Jahr im Topf. Ja, und ihr seht ja, jetzt wächst er. Aber ihr seht ja schon, das ist irgendwie, ja, nichts Halbes, nichts Richtiges irgendwie hier. Naja, auf jeden Fall sieht man jetzt endlich mal unsere Erdbeeren hier, die wir erst im Frühling gepflanzt haben. Und ich hoffe mal, die tragen dann nächstes Jahr auch mal ordentlich. Dann noch hier unsere Baumplantage, seht ihr schon, das wächst hier alles fleißig. Genau, hier haben wir unsere Nadelbäume hauptsächlich stehen. Und dann haben wir hier unsere Laubbäume, unsere Eichen, Kastanien, Ahörner, Birken, Mirabellen. Genau, die wachsen auf jeden Fall richtig gut, außer die Eichen irgendwie. Unser Rhabarber, den haben wir auch dieses Jahr gepflanzt. Also, guckt euch mal diese Blätter an, die sind riesig. So, dann kommen wir direkt hier neben zum Malbeispinat. Den haben wir auch erst hier hingepflanzt. Und ihr seht ja, der kam endlich mal hier aus dem Puschen. Und der rangelt sich hier richtig schön hoch. Genau, was unser Plan war. Naja, auf jeden Fall, der ist ja auch schon mindestens 1 Monat alt. Und ja, jetzt kommt er endlich mal aus dem Puschen. Hier unsere Einlegegurken. Ja, ich weiß nicht, das wären nur hier so eine riesigen Dinger. Weil man die irgendwie immer erst sieht, wenn sie so groß sind. Die kleinen, so wie die hier, die sieht man irgendwie nicht. Und eigentlich müssten die ja nicht größer sein wie die hier. Naja, haben wir alles dabei. Die nehmen wir gleich mit. Auf jeden Fall, unsere Möhren, die wir hier zwischen gesät haben, die wachsen ordentlich. Wie sieht es hier unten aus? Oh, sehr schön. Kann man ja bald schon ernten. Ja, unser Mais hier, der hat auch so 2 Kolben. Ja, das ist eigentlich üblich, nichts Besonderes, nichts Schönes. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, nächstes Jahr pflanzen wir mal mehr Mais hin, weil das lohnt sich einfach. Wie hier zum Beispiel haben wir hier einfach unsere Gurke wachsen lassen. Und guckt euch mal an, wie schön die wächst. Da haben wir auch schon eine geerntet. Und vor allen Dingen, da kann sie auch richtig hochrankeln. Ja, und spendet gleichzeitig Schatten auch der Mais. Man kann ja da auch Bohnen hinpflanzen und ja, noch vieles mehr. Apropos Bohnen, unsere Buschbohnen. Das ist irgendwie das Einzige, was dieses Jahr mal richtig gut wächst. Da haben wir vor 2 Tagen einen großen 25 Liter Eimer voll Bohnen geerntet. Und wir können ja mal gucken. Unsere lilanen Bohnen hier zum Beispiel, ja. Seht ihr schon, da hängen immer noch welche dran. Hier unsere gelben, hängen immer noch welche dran. Unsere Möhren hier zwischen wachsen auch gut. Dann hier nochmal Buschbohnen. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Wächst euer Gemüse auch so gut wie bei uns? Also das wächst ja jetzt eigentlich gefühlt erst seit 1 Monat so richtig und alles irgendwie davor war irgendwie nichts. Naja, außer die Bohnen, die waren gut, aber sonst irgendwie, ja, irgendwie nichts. So, und außerdem ist natürlich im August noch nicht Schluss mit Aussehen. Ich habe zum Beispiel erst vor einer Woche hier Salat ausgesät, aber ihr seht ja, naja, hier kommt noch eine. Ich weiß nicht, was mit den Saatgut irgendwie dieses Jahr los ist. Das wächst irgendwie nicht so richtig. Auf jeden Fall habe ich da erst was ausgesät und ihr seht ja, das wächst auch. Dann habe ich noch einmal Petersilie ausgesät. Hier seht ihr schon, überall die kleinen Krauselblätter. Das ist alles Petersilie. Das hier nicht. Das Unkraut. Das muss raus. Weil die Petersilie, die wird ja nicht besonders groß. Und wenn man jetzt einmal schon das Kraut rausmacht, dann geht das immer ganz flott. Und dann habe ich auch noch hier rote Beete ausgesät. Aber ihr seht ja hier, ich weiß nicht, ob irgendwie ich irgendwas falsch mache oder so. Ich habe wie nach Anleitung alles ausgesät. Aber ihr seht ja, was hier kommt, ist wieder nur Wassergras. Eigentlich dürfte man das schon sehen.
an den kleinen Pflänzchen, weil die sind ja auch ein bisschen bunt, so wie unsere rote Beete dahinter. So dürfte die eigentlich aussehen. Und so sieht sie auch schon aus, wenn sie ganz klein ist. Aber ihr seht ja, nichts. Und habt ihr eigentlich schon mal mehrjährigen Grünkohl gesehen? Nein? Ich auch noch nicht, außer bei uns. Und zwar hier, da habe ich einfach mal den Grünkohl, vorletzten Winter oder letzten Winter stehen gelassen. Und ihr seht ja, der hat dieses früher geblüht. Und jetzt ist er wieder voll im Austreiben und nicht nur ein bisschen. Hier sieht man sogar noch den alten Strunk und überall an der Seite ist er voll wieder ausgetrieben. Also nicht nur so ein bisschen. Und seht mal an, wie schön sich der krauselt. Also ja, hier haben wir nochmal neu gepflanzt. Ich habe eigentlich gedacht, der geht ein oder so, aber nö, der lässt sich hier nicht unterkriegen. Ja, und hier nebenan wächst schon der Kürbis. Da muss ich auch sagen, da hätte ich auch nicht gedacht, dass der irgendwie so gut wächst. Auf einmal, in 2 Wochen ist er so explodiert mit dem Wachstum und auf einmal hängen auch überall kleine Kürbisse dran. Können wir gleich mal zeigen oder vielleicht seht ihr auch gleich schon welche. Naja, auf jeden Fall machen wir hier jetzt mal weiter. So, und jetzt geht's weiter hier nebendran mit den Malven. Die blühen hier richtig schön und die ganze Zeit sehe ich auch hier die ganze Zeit Hummeln und Bienen, die hier rumfliegen und bestäuben und auch Schmetterlinge. Naja. Ach so, und unsere Studentenblumen, falls ihr die noch nicht gesehen habt, naja, kann man eigentlich fast gar nicht übersehen. Das waren ja auch nur 2, 3, 4 Pflanzen, die ich eingepflanzt habe. Und mittlerweile ist es ja ein ganzer Busch schon überall geworden. Naja, und hier unser Blumenkohl, der geht hier mittlerweile einfach schon unter im ganzen Unkraut. Da waren wir, glaube ich, auch schon 3 Mal jetzt mittlerweile schon drinne und haben hier immer wieder das Kraut gejätet, aber naja. Irgendwie, ja, bringt das nichts. Auf jeden Fall können wir mal gucken. Und es hängen hier wirklich schon die ersten Blumenkohle dran. Und ganz wichtig, sobald ihr die seht, müsst ihr einmal hier die Blätter so einmal drumherum machen. Drum falten, wenn möglich. Oder wenn ihr auch einen Binnfaden habt, könnt ihr einfach drum spannen, dann hält das auch besser. Damit auch der Blumenkohl richtig schön weiß bleibt und nicht wie hier schon gelblich wird, dann ist es schon zu spät gewesen. Aber naja, vom Geschmack her bleibt es der gleiche. Hier seht ihr auch mal ein Blatt vom Kürbis. Also, ich weiß auch nicht, was mit den Kürbissen dieses Jahr los ist. Wenn nichts wächst, der Kürbis wächst irgendwie. Und vor allen Dingen, wir haben den da irgendwo hingepflanzt und der hat sich hier lang geschlängelt. Boah, da hängt auch richtig schöner Kürbis dran. Ne? 2. Ja, und der schlängelt sich mittlerweile schon da die ganze Zeit rum irgendwie. Ja, und falls ihr es noch nicht gesehen habt, die grüne Wand hier neben mir, die noch blüht, das sind unsere Feuerbohnen. Also, man sieht hier fast gar nicht mehr das Holz. Und wenn man mal guckt, wie viel Blattmasse das hier schon ist und vor allen Dingen auch, was für eine riesen Bohnen sind. Also, ja, ich weiß nicht. Es wächst irgendwie nichts und jetzt auf einmal, wenn mal die Sonne scheint, dann wächst das alles wie Hulle. So, und hier sind auch noch unsere anderen Kürbisse, die wir hier hingepflanzt haben. Ja, ich weiß auch nicht, das ist mittlerweile auch schon ein Wald aus Kürbisblättern geworden. Und überall hängen auch schon kleine Kürbisse dran. Hier sind zum Beispiel auch welche. Ja, und eigentlich überall, wenn man mal ein bisschen die Blätter wegmacht. Aber die lassen wir erstmal da liegen, weil unter den Blättern, da hält er sich auch erstmal ein bisschen. So, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns wieder nächstes Mal. Ciao.